Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen zu einem neuen Video auf dem Breiter als der Tisch der Channel. Und heute besuchen wir einen Bruder von mir. Ihr kennt ihn alle. Und es ist kein geringerer als Farid Bang. Ja, Farid hat mich heute eingeladen zum Essen. Wir wollten was kochen und wollten uns das Spiel Real Madrid gegen Manchester City reinziehen. Wird auf jeden Fall richtig fett. Ich freue mich darauf. Wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Jeder ist irgendwie in seinem Alltag gefesselt. Das ist leider nicht mehr so wie früher, dass man sich irgendwie jeden Tag sieht. Man sieht sich seltener, aber umso mehr freuen wir uns, dass wir heute mal den Abend zusammen verbringen. Bis gleich. So Leute, ich bin jetzt bei Farid angekommen. Was geht, Bruder? Alles klar? Bestens, Bro. Bei dir auch? Ich mach ein bisschen Brokkoli, Bruder. Farid macht Brokkoli. Ich hab gesehen, was wir letzte Zeit fließen abgenommen, ne? Dann wollte ich jetzt hier wissen, was der Testosteron-Haushalt ist. Warum isst du? Du isst viel Brokkoli, ne? Wenn du mit Fleisch isst. Ja. Also wenn du Low Carb machst, isst du viel Brokkoli. Gemüse, ja. Aber speziell Brokkoli, oder? Nee, heute ist Brokkoli. Normalerweise auch einen Salat macht's auch. Und hier hast du was ganz Spezielles? Wings. Für meine Gäste. Ich Farid immer. Also hier, heute gibt's Beef bei Farid und Majo. Nach langer Zeit. Ich schwör. Du lange nicht mehr gesehen, ne? Jetzt auch. Lange also, nicht mehr, ne? Lang. Wo wir Fußball gespielt haben. Ja, stimmt. Danach habe ich erstmal gesagt, komm, abschalten. Wie geht's dein Bein? Ja, Bein ist wieder, also ich kann wieder laufen, aber ich muss auf jeden Fall jetzt demnächst irgendwann dieses Jahr mein Kreuzband operieren lassen. Ne? Und dann geht das Fleisch, ja. Ne? Das hat sehr viel Fett. Das sieht heftig aus, ja. Wagyu-Fleisch. Aber das ist gutes Fett, ne? Also das schmeckt 200 Euro das Kilo. Ob ich mit Farid was essen gehe oder ob er was zum Essen macht, ist immer auf jeden Fall... Gut, oder? Sag mal ehrlich, welche beste Band vom Essen, den du kennst? Ich schwör, 100% du, Alter. Es muss nicht immer alles 5-Sterne-Restaurant sein, sondern man muss die guten Ecken kennen. So sieht's aus, Bruder. So, jetzt machen wir mal das Fleisch. Die Pfanne, guck mal, das Fleisch braucht wenig Fett. Wenig Fett. Wegen dem Eigenfett, ne? Genau. Wie lange muss das so in der Pfanne bleiben? Werden wir gleich sehen, ne? Aber ich denke mal, das wird zeitgleich mit dem Brokkoli. Das ist aber auch gerade eine brutale Form, Bro. Ehrlich. Also Arme. Entweder hast du zwei Pullis an, ne? Das sieht auf jeden Fall richtig sehr, das sehr krass aus. Das ist extra dünnen Stoff, habe ich gemacht, damit das nicht zu viel aussieht bei mir. Ja, Leute, es ist Champions League, Real Madrid. Genau. City. Wir gucken uns das heute zusammen an. Was sagst du, was ist dein Ergebnis? Ja, du bist Real Madrid-Fan, ne? Ich bin ja Bayern-Fan, aber... Dadurch, dass ich Haaland-Fan bin. Bist du auch Haaland-Fan? Ja, boah, ich feier den als Spieler unnormal. Der ist gut, ne? Der ist krass. Auch was der in seinem Alter schon alles, also was für einen Status der schon jetzt erreicht hat und was der so. Ich sag, ja. Der ist übertrieben krass, Alter. Deswegen bin ich für City, ja. Das ist auf jeden Fall so knapp, ich denke ich. Und ich frag mich halt auch, wie lange will Real Madrid mit dem gleichen Kader noch die Champions League holen? Das ist auch schon. Guck mal, wenn eine Mannschaft City schlagen kann, wer ist das? Ja, Real, Bro. Ne? Wer sonst? Das sieht gut aus. Boah, das sieht heftig aus, ja. Vor allem riecht das heftig. Das sieht gut, ne? So, auf jeden Fall was Feines aufgetischt, Bro. So, mein Bruder Farid hat jetzt angerichtet und das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Oder? Low-Carb-ig. Das nenne ich mal ein perfektes Low-Carb-Essen. Vielen, vielen Dank, Bro. Eine warme Mahlzeit gibt es immer hier. So, Leute, guckt euch mal meinen Teller an. Da ist wirklich nichts mehr drauf. Bruder, war wirklich richtig brutal. Ich glaube sogar eins der besten Steaks, was ich gegessen habe. Ehrlich? Richtig brutal. Gut, ne? Auch die Soße, die du dazu ausgesucht hast. Wenn die Leute, lasst euch von mir bekochen, dann kriegt ihr auch so einen an. Also Farid hat auf jeden Fall Ahnung vom Beef, ja? So Leute, das Spiel hat begonnen. Farid, was sagst du? Was tippst du? 2-0 Real. 2-0 Real? Ja, ich sag 2-2. Ja, Bro. Okay. Ja. Vinicius. Herzlichen Glückwunsch.
krasses Ding. City is back. De Bruyne, was sagst du, Bruder? Was soll ich sagen? 1-1. Aber man muss auch sagen, das Gipfeltreffen, ne? So, Spiel ist zu Ende, 1-1. Haben wir beide falsch getippt, ne? Du lagst näher dran. Egal, wir sehen uns beim Rückspiel wieder. Nächstes Mal gehen wir zusammen trainieren. Geht's los.